Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme vom Landwirtschaftssimulator 2015 hier bei Let's Multiplay. Mit dabei ist heute der Showtech. Servus. Und der Kater. Mahlzeit. Und ein selten gesehener Gast, Tim. Moin. Oder der Really Fail, besser gesagt. Ja. Tim. Und sonst? Ja, bitte. So? Ich bin wie immer noch ein geiler Lappen. Davon nicht vergessen. Ja, ja. Du bist ein geiler Lappen, ich bin ein geiler Typ, ne? Ja, darüber kann man sich streiten, ne? Was machen wir heute überhaupt? Wir ernten Felder, ne? Feld 7. Feld 7. Um genau zu sein. Ja, der geile Typ hat wieder totalen Durchblick. Ne? Also ich habe einen totalen Durchblick. Meiner ist nicht so wendig. Deiner hat auch keine Strohablage aktiviert. Machen wir aus die Strohablage, ne? Ja, brauchen wir keinen Stroh. Gut. Ja, ich habe vorausgedacht, danke. Ein geiler Typ, ey. Ein geiler Lappen. Genau. Ach ja. Aber ich muss sagen, ich und Bäume werden nie Freunde. Nee? Ein froher Wind, der Baum ist. Scheiße. Aber ich habe was stehen lassen, ist aber nicht schlimm. Mach ich gleich weg. Ja, ja, ja. Sag ich auch mal. Ja, ich riech's. Ja, Flo, was hast du eigentlich zum Future Truck 2025 von Mercedes-Benz? Ach, du meinst das Ding, was selbst fährt? Ja. Ja, geiles Teil, ne? Bist ja bald arbeitslos, ne? Nein, das stimmt nicht. Wir haben das nämlich im Moment in Landfeld 1 bei uns, den Future Truck, also ja. Der selbstfahrende. Und wir können nicht ersetzt werden wegen den Geschehnissen vor Ort. Das soll eher so sein, dass die Disponenten ein Stück ersetzt werden. Was für Dinge? Disponenten. Was machen die? Tourenplan. Warum sollen die ersetzt werden? Weil der Fahrer es während der Fahrt alleine machen kann. Ah. Das sollen... also wir haben darüber geredet, wie man eine Firma halt dann planen kann, so halbwegs ohne Disponenten. Mhm. Dann werden zum Beispiel 2, 3 sag jetzt mal Abteilungsleiter da sein, die direkten Kundenkontakt haben und Touren annehmen, und Touren werden dann einfach nur noch, sagen wir jetzt mal, auf der Website gepostet von der Firma. Mhm. Halt so, dass du nicht darauf zugreifen kannst, und dann hängt der Fahrer mit seinem Tablet oder mit seinem Laptop in der Kabine und sagt, ja, ich fahre jetzt von Hamburg los, dann nehme ich die Tour von Hamburg an und fahre dann nach München. Ja. Und er disponiert sich halt selber und schaut, wo er tanken kann und all möglichen Kram, was der Disponent halt sonst macht, und spricht mit den Kunden selber, weil er halt die Zeit dafür hat. Das Einzige, was der Fahrer ja dann nur noch machen muss, ist im Prinzip bei Gefahrensituationen oder bei Spurwechsel weiterfahren, selbstständig. Ne? Ja. Kater schläft schon. Nein, warum sollte ich schlafen? Weil ich abgetankt werden muss. Man musste mal einen Ton sagen. Außerdem steht gerade der Ton dort. Ja, Tom hat es rechtzeitig gemerkt. Tankt jetzt ab. Ist doch schön. Hä? Wieso tankt er jetzt ab? Das Coole ist, in Amerika gibt es das Ganze ja schon mit dem, ich hab den Namen vergessen von dem. Ich meine, der heißt irgendwie Interception oder so, keine Ahnung. Von Strideliner oder so heißen die. Okay. Und das Problem ist, der kann halt nicht so viel wie der Benz kann. Ne? Ja. Der Benz, der kann ja Gefahrensituationen wie Ölspuren und so ausweichen, sobald halt irgendwas am Standstreifen oder so steht. Das kann der Strideliner nicht. Der kann halt nur geradeaus fahren und ein bisschen Abstand halten und sowas.
Das Geile ist, in Amerika gibt es davon halt schon zwei, die auch auf der Straße fahren dürfen, ne? Ja. Ja, schon nicht schlecht, was da alles so kommt. Und die Spiegel wurden durch Tablets ersetzt, die jeweils an der Seite hängen im Fahrerhaus. Die müssen dann halt einfach nur noch auf die Tablets gucken, ne? Geil. So, warte mal, wir haben jetzt Gerste gefahren. Haben wir noch irgendwo Gerste? Ja, warum kriege ich eine Straße hier? Warte. 6. Ah. Feld 6? Ja. Ne, Feld 5 mal. Ah ne, Feld 6 ist auch Gerste. Okay, dann fahren wir zu Feld 6 jetzt. Ja, das mit der Gerste passt ja gerade ganz gut, ne? Ist ja eh Erntezeit für Gerste gerade, ne? Echt? Ja, bei uns sind sie hart am Gerste farmen. Ah, okay. Dienstag wird denen einfach eine PSC geben. Und sagen, Alter, hier komm, farm für mich. Ja. Ah, das ist hier das Feld, wo der Helfer die, nur die Hälfte gemacht hat. Das Video habe ich mir übrigens heute so, angeschaut, ne? Welches Video? Mit dem Helfer. Das fand ich sehr interessant. Ich hatte Langeweile und wusste nicht, was ich gucken sollte. Weil ich mir toll gedacht, komm, das Oldtimer-Video hast du dir letztens nicht ganz angeschaut, du wurdest unterbrochen von deiner Freundin. Jetzt schaust du dir den Rest an. Sehr gut. Sehr löblich, sehr löblich. Ich dachte, du guckst letztes Multiplayer nicht nur, wenn du Langeweile hast, sondern auch, weil wir geile Typen sind. Das so oder so, nur wie gesagt, ich hatte halt nicht mehr dran gedacht. Ne? Ja, das stimmt. Was mir aber auffällt, zum Beispiel, ist mir gestern aufgefallen, ich habe ja gestern mal eine Bestrafung gespielt. Ja. So, und da konnte der Rest ja nur zuhören, ne? Der Rest ist viel kommunikativer, wenn die nicht spielen. Ja, die Karte bringt lustige. Die konzentrieren sich ja nicht aufs Game, die konzentrieren sich auf geile Witze. Ja, in dem Fall dann schon. Aber anscheinend konzentriert sich auch keiner aufs Game, sonst wäre ich nämlich schon abgetankt worden bei 80% von. Hat ja auch keiner dran gedacht. Böse, böse. Böse, böse. Kater sagt zum Beispiel gar nichts mehr. Ja, C-Töni auf zuvoren, der fährt sich so beschissen nach dem Update jetzt hier. Ah, okay. Das ist nur am Schmieren, die Karre. Mist. Ich muss ja sagen, Blockunterricht ist ziemlich scheiße. Schreiben in 5 Tagen 5 Arbeiten. Er sei froh, dass du nicht in 4 Tagen 5 Arbeiten schreibst. Doch, so ist es, weil wir haben heute keine Arbeit geschrieben, dafür Freitag 2 und an restlichen Tagen jeweils eine. Ach so. Was ja sollte verboten werden? Echt? Ja, das ist echt scheiße. Du weißt halt nicht, was du... Was? Oh, okay, Kollision ist auch gut. Hat keiner gesehen. Wo war ich dran? Ich hab einen Hänger. Ich hab mega den Hänger gerade. Du hast einen Hänger? Ja, ich weiß. Ja, also ein Gehirnhänger. Ich Achso. Hab mich irgendwie gerade selbst runtergefallen. Du wolltest erzählen, warum du noch keinen Arc hast. Ich hab Arc. Echt? Ja. Warum spielst du denn nicht mit uns? Weil ich Mikro-Ruck hab. Das spielt doch selber nicht mehr. Ah, ja, die Mikro-Ruck, ja. Wie spielst du noch? Oh, wo warst du denn gestern? Wo warst du denn heute? Ja, ich hab noch andere. Wo ich die ganzen großen Tore ersetzen musste, weil dem Patch alles in den Arsch gegangen war. Echt? Ja. Warst du denn? Ich war zu Hause und hab nichts gemacht. Ich hatte private Verpflichtungen. Schon wieder? Ja, entschuldigung, dass ich auch noch ein Privatleben hab. Ich kann halt von YouTube. Kannst du die abschaffen? Nein. Möchte ich auch gar nicht. Ich liebe meine Freundin ja sehr. Flo hat sich bestimmt gedacht, Party machen, ballern, hier Chica, Start, Shaken. Ja. Aber ich habe gesehen, es gibt ja schon wieder ein Update von Arc 2 sogar heute. Ja, habe ich auch gesehen. Aber die Mikro. Ja. Die Mikro das war das Problem. Ach so. Nach dem ersten Update waren alle Tore verschwunden. Oh, super. Und nach dem zweiten Update waren sie wieder da? Nein. Ach so. Eben verschwunden, aber ich konnte sie wenigstens wieder hinsetzen. Ah, okay. Ja, wir haben ja so viel Material gefarmt, ne? Hm. Nicht? Aber die Tore sind schweineteuer, ne?
Scheißspiel, kaufen wir nicht.